Energieschild. Oh, da ist ein Spawner. So, mit dem Ding ist echt nicht so leicht zu treffen. Aber wenn er broken ist, ne? Bisher habe ich noch nicht einmal geskillt. Na Ahnung. Erstmal den hier kaputt machen, ne? Ich benutze mal den Feuerball, damit wir Flächenschaden machen. Oh. Schon wieder so viele, ne? Ah, geskillt. Ja, ich verstehe. Bei so viel Projektieren kein Wunder, dass man so viel skillt. Ich hoffe mal, wie das es treffen würde. Ich verstehe. Ich will mal den Spawner jetzt zerstören. Oh, Energieschild, Energieschild. So. Und ich baller mir, glaube ich, außerdem mal den Mana-Trank. Und zwar jetzt. So, das Ding ist zerstört. Sehr gut. Kann ich mit dem Rest... Kann ich den Rest so platt machen? So, ja, ich verstehe. So ein bisschen wie eine Shotgun, ne? Wenn man ganz dicht dran ist, macht man auch richtig, richtig viel Schaden, weil die Projektile alle treffen. Halt, stehen geblieben! So. Energieschild. Oh, tatsächlich, Elementarmagie verbessert. Da hat man es gesehen. Ich habe, also tatsächlich. Jetzt haben wir es mal selber am eigenen Leib erfahren. Es ist tatsächlich gut für Skillen. Gut, gut zu wissen. Also ist zwar nicht mein Stab, so mein Lieblingsstab, bin ich ehrlich. So vom Kämpfen her und vom Schaden, aber wenn der Skill davon so viel besser wird, wäre es ja dämlich, es nicht zu machen, oder? So. Also wenn man trifft, dann richtig, ne? Warum laufen die immer weg? Immer wenn sie brennen, ne? Kann das sein? So, er ist zerstört. Sehr gut. Hier haben wir eine Ruine. Da wollte ich mal kurz... Oh, hier ist Lava. Da darf ich nicht drauf gehen, ne? Wenn ich drauf gehe, werde ich drauf gehen. So, hier Pilze. Oh ne, nicht schon wieder. Auf Wiedersehen. Wow! Da habe ich es nur ganz, ganz kurz berührt und sofort... Oh. So, jetzt aber. Jetzt nehme ich den hier. Und tschüss. So, dann gib mal her deine Haut. Die brauche ich ja auch für die neue Robe. Oh, da ist noch irgendein Loot. Ja, die will ich eigentlich behalten. Letztendlich alles behalten. Hier grausten weg. So. Und den da hinten machen wir auch noch platt. So. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter. Das hier kann ich entfernen. Und wir gehen mal so nach da. Hier ist schon wieder eine Ruine im Wasser, ne?
Da werde ich allerdings diesmal nicht reingehen. Ah, hier haben wir ein paar Weintrauben. Ach, kann ich gar nicht looten. Stimmt, wir sind überladen. Oh, das sieht ja geil aus. Oder? Schon episch. Sind wir hier schon wieder auf einer Insel und kommen hier nicht weg. Da kommt man bestimmt irgendwie rüber. Tschüss. Und schon wieder geskillt. Tatsächlich. Okay, okay. Ist also kein Blödsinn-Gelaber, dass das broken ist. Es ist tatsächlich broken. Dann sollten wir das auskosten, solange es nicht genervt wurde, ne? Oh, kann es sein, dass es gerade dunkel wird? So oder so, wir sind ja auch überladen, würde ich sagen, wir gehen mal kurz zurück. Ich sammle mal das hier ein. Und soll ich da hinten auch die Trauben dann noch gleich mitnehmen? Ja, ne? Scheinbar sind die ja doch irgendwo wichtig für uns. Also hör damit. Komme ich da hoch? Nee, ne? Keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. So. Ich hau mal ab. Und wer mich verfolgt, den bringe ich um. So. Ja, ne? Es wird schon wieder so dunkel, dass man den Boden nicht erkennt. Ja, ich gehe einfach mal durch. Komm. Sehr gut, dann gehen wir mal zum Lootloch und werden den ganzen Stuff los. So. Ja, und das Laggen, wenn man aus den Aschenlanden kommt, ist immer noch da. Habe ich mir aber auch gedacht, dass das wohl jetzt erstmal noch ein Weilchen so bleiben wird. Na gut, ich glaube, ein Geld hat genug zu tun. Feel free, macht es, was ihr wollt. So, ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen und wir gehen direkt wieder runter. Boah, ist das dunkel, ey. Verdammt, Mann, ich vermisse meine Krone so sehr. Ganz ehrlich. Irgendwie, ich habe mich da so dran gewöhnt, ne? Und vor allem auch in unserer Base, weil ja diese Laternen irgendwie nicht wirklich Licht spenden. Ich hoffe, auch das reworken die noch. Das wäre richtig der Hammer. Ne? Wenn das mal ordentliches Licht wäre und nicht so komisch. Hm. Haben die vielleicht aber auch gemacht wegen der Mistlands, ne? Weil die ja normalerweise in den Mistlands spawnen und da vielleicht nicht so hell sein sollen. Da frage ich mich aber, warum nicht? Also, ich meine, das ist ja eine hochwertigere Fackel, aber es macht einfach kein Licht. Hm. Kein Plan. Wie auch immer. Hm, nicht Reisebase, sondern hierhin, ne? Nee, doch, Reisebase war schon richtig. Also hindurch. Sehr gut. 5. Das hier weg. Und den weg. Ups. Da habe ich aus Versehen nicht Shift gedrückt. Und wir werden direkt begrüßt. Na, warte. Daneben. Oh, Energieschild. Huch. So. Na komm, verkohlter Zucker, lecker Karamell, na komm her, Volltreffer. Ja, wenn sie brennen, rennen sie weg, ne? Sogar die Krieger, die gehen dann so langsam weg. Keine Ahnung, was das soll. Mein Stein gegen deinen. So, sehr gut. Ja, wollen wir mal hier so lang? Also wir gehen ja nach Süden, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Ich gehe einfach mal hier so hoch. Weil da ist auch Land. Kann ich hier schwimmen? Oder ist das keine gute Idee? Ich sehe da kein Land. Wenn ich hier rüberspringe. Doch, hier ist Land, ne? Da. Doch. Ich kann hier rüber. Let's go.
Ja. Perfekt. Und euch nehme ich als Skillung. Oh Mann. So, wo ist der andere? Vulture. Na komm her. Huch, habe ich den schon umgebracht? Wahrscheinlich, ne? Ach, der ist wahrscheinlich verbrannt. Sehr gut. Und hier ist wieder so ein Ding, das explodiert, ne? Oh oh. Naja gut, das wird gleich wieder laggen. So. Pure Seed-Pulver. Sehr gut. Oh. Zwergis. Moin, moin. Wollen wir mal das Ding hier aufmischen? Habt ihr Bock? Scheinbar habt ihr Bock. Oh, bei dem Ding treffe ich doch auf jeden Fall die Zwerge, oder nicht? So, ihr kümmert euch um das Kleinzeug und ich mache hier den dicken Brocken weg. Vorsicht! Lauf doch nicht durchs Feuer! Und er ist gestorben, der eine. Alter, habe ich gerade viel Schaden gemacht. Wow, nein! Oh, es tut mir leid, jetzt habe ich den Zwergen getroffen. Hä? Der andere Schurke hasst mich nicht. Nur der eine. Tut mir leid, Bro. Tut mir doch leid. Huch! Oh. Wo kam das denn her? Scheiße. Oh Mann. Oh Mann, und schon wieder direkt verreckt. Oh shit. Ich frage mich, ob wir einen Fähigkeitsabzug hatten gerade. Weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir sterben. Habe ich aber gerade gefragt, warum. Ich glaube, weil sie von allen Seiten kam und ich nicht auf mein Energieschild geachtet habe, ne? Auch vor allem, dass der eine Zwerg dann auch sauer auf mich wurde. Da war ich aber auch selber schuld. Habe ich ihn direkt angegriffen. Sein Kollege fand mich allerdings dann... Also dem waren wir nicht gegenüber feindlich. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich dachte immer die 10 als Gruppe. Hm. Gut, wie auch immer. Wir ballern uns mal alle rein. Hauen uns den rein. Feuermet. Und auch ein Heilmet. So. Und dann laufe ich einfach direkt los und mache sogar eine Tür an. Gott sei Dank haben wir so ein Notportal gebaut. Hindurch. Wow. Da sollte ich mal nicht so vorschnell sein. Und wir laufen direkt nach hier. Weil wir ja auch Aiktür aktiv haben, würde ich sagen, wir nutzen das direkt. Ja, machen wir. Run, run, run. Und wir haben uns ja Gott sei Dank den Weg schon größtenteils freigekämpft. Und selbst wenn wir hier auf jemanden treffen sollten, können wir die, glaube ich, auch runnen. Mit unserem Ausdauerbalken. Ich hoffe nur tatsächlich, dass sie uns nicht weiter verfolgen. Oh, hier ist ein Spawner. Ups. Ah! Auf Wiedersehen! So. Und dann nach hier oben. So, hier hoch. Und da ist unsere Leiche. Ah, wir konnten hier sogar tatsächlich... Mussten gar nicht übers Wasser rüber. Interessant. So. Klamotten an. Werden wir verfolgt? Nee, ne? Wir haben sie alle abgeschüttelt. Ja, die Zwerge sind alle gestorben. Verdammt. Einen haben wir umgebracht und ich frage mich, ob der andere uns umgebracht hat. Oder ob das ein Stein war von einem Karamell. Ich glaube, ja. Hm. Gut, wie auch immer. Wir gehen mal weiter. Da ist wieder ein Spawner. Ich finde aber irgendwie keine neuen Ressourcen, ne? Wir finden immer nur den Stuff, den wir schon kennen. Vor allem hier ist sehr wenig von dieser Lava. Und da, wo wir... Ne, also hier hinten ist nur dieses Lavagebiet. Ich frage mich, ob wir in diesem Lavagebiet eher neue Ressourcen finden oder hier. Ich habe keine Ahnung. Ach, Energieschild ist ja noch. Ja, soll ich einfach weiterlaufen? Ich laufe einfach weiter, ne? Hier nach Süden. Da verspreche ich mir am meisten von.
So. Schön hier hinten hin, wo keiner ist. Da ist einer. Da ist einer dreist. Und tschüss. Verburnt. Da ist noch einer. Und hier auch. Schade, nicht getroffen. Ha! Verbessert Elementarmagie. Tut uns gar nicht, wenn wir andauernd sterben. Wie gewonnen, so zerronnen. So. Huch, Energieschild. Oh, Weichgewebe. Ein Platz im Inventar. Dann lasse ich mal Steine hier. Wow! Der Scharfschütze hat mich verfolgt. Das war natürlich clever von ihm. Stirbt er? Jo. Jetzt bist du noch dran. So. Feierabend. Ja, mit einem Stuff. Und da liegt auch noch Stuff. Oh. Da ist wieder ein Klumpen. Das ist wieder der explodiert, ne? Glaube ich. Mit diesem Pulver. Huch. Boah, Alter. Schon wieder geskillt. Nice. Sehr gut. Und da packe ich mal die Spitzhacke aus. Energieschild ist nämlich, glaube ich, auch schon allmählich runtergerockt. So, er ist tot. Die ist wegrennen, Alter. Ist immer wegrennen, wenn sie brennen. Was soll das? Oh, da kommt noch einer. Ach, da ist ja auch ein Spawner. Ja, da kann ich ja ewig weiterkämpfen. Und wieder geskillt. So. Ach, und da ist auch ein Spawner. Ich klopp mal das Ding runter jetzt. Und hau ab. So, Energieschild. Wow! Nein! Oh Mann! Oh, das ist doch nicht wahr, verdammt nochmal. Mistvieh. Ey, diese Aschenlande, ne? Die machen mich schon wieder kirre. Gut. Ach so, können wir eigentlich schlafen? Weil es, glaube ich, jetzt ein bisschen Zeit vergangen, ne? Ich probiere mal. Jo, gute Nacht. So, guten Morgen und dann schnell nach unten. Ey, Alter. Und direkt wieder gestorben, ne? Vor allem, was gibt denn diese komischen Dinger eigentlich? Nur dieses Pulver, ne? Dieses pure Siebpulver. Hat ja gut geklappt. Na gut, was beschwere ich mich? Ändert ja nichts. Da einen rein, davon einen rein, davon einen rein. So. Und losgerannt. Und ich mache sie eben gerade, ich laufe einfach durch. Huch, oh, da sind wir ja schon. Huch. Ja, dann let's go. Und zwar hier lang. Und sobald mich jemand verfolgt, laufe ich. Und bis dahin gehe ich. Also mache ich immer so ein Stoßgehen. So. Mal ein bisschen laufen. Dann wieder Ausdauerringen. So, hier lang. Da sind Fliegende. Da habe ich keinen Bock drauf. Hier ist wieder das hier, was mich fast umgebracht hat. Darf man auch echt nicht zu nah ran, ne? Eben gerade als wir darüber gegangen sind. Ja, doch, stimmt. Wir haben es sozusagen schon mit einem Fuß berührt.
Aber wir haben sofort fast unser komplettes Leben verloren. Och nö, was geht denn hier ab? Au, nein! So, zick, zack. Und dann hier nach dort gerannt. Wir werden zwar verfolgt, aber nicht beballert. Er ist zu weit weg. Das heißt, ich spare mir mal meine Ausdauer. Da sieht man unseren Totenschädel. Aber das Grab noch nicht. Ich kann es noch nicht erkennen. Da muss es irgendwo sein. Wahrscheinlich da zwischen den ganzen Feinden, ne? Ich gehe mal hier so rum, damit er mich nicht sieht. Aber ich glaube, hier hinter den Felsen sind doch überall welche. Irgendwas greift mich an. Und hier müsste doch irgendwo meine Leiche sein, oder? Da. Halt, Ausdauer erstmal aufladen. Ich habe das Gefühl, hier kommen gleich 1000 Feinde an. Der hat uns auch gesehen, glaube ich. Rübergerannt. Aufgesammelt und tschüss. Schön hier zwischen die Spalte. Ich habe das Gefühl, hier ist es schwierig für sie hinzukommen. Das heißt nicht, dass sie hier gar nicht herkommen können. Ja, da kommen sie schon. So. Energieschild. Naja, mach bloß, dass er wegkommt. So. So. Und du kriegst auch noch mal einen auf den Kopf. Ja, der fliegt schon auch anders als ein Feuerball. Das haben wir schon das eine Mal festgestellt. Also der Feuerball fliegt deutlich höher. Dieses Projektil von dem, das ist, was ich meine, ne? Ein bisschen wie eine Shotgun. Die schießt zwar nicht so weit, aber macht dafür auf nähere Distanz umso größeren Damage. So, und ich würde hier jetzt gerne mal abhauen. Tatsächlich. Ah, hier ist auch dieses Pulver. Deswegen sind wir eben gerade gestorben. Her damit. Wow, 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 wow. Okay, ich gehe schon. Oh, hier ist noch ein Spawner, verdammt. Das war jetzt nicht so gut. Hilfe, sind viel zu viele. Oh, hier sind noch mehr. Ich gehe mal hier so rüber. Ich versuche einfach mal zu outrunnen, so gut es geht. Wir haben ja auch noch unseren Ausdauerregenerationstrank aktiv. Hier ist ein Geier, der wird mich ewig verfolgen. Komm mal her. So, Energieschild. Ich habe schon wieder 1000 Viecher gesehen, die mich auf einmal anjumpen. So. So, hier haben wir endlich wieder so einen Lava-Fleck. Ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß es nicht, weil es sieht mal anders aus als das, was wir bisher schon gesehen haben. Aber natürlich wissen wir auch, dass die gefährlich sind. Also nicht zu dicht dran. Und wie sieht's mit dem... Oh ja, wir müssten mal zurück, ne? Vor allem, weil wir hier sehr viele Einzelsachen haben. Ich baue mal kurz ein Portal und bringe die Sachen ins Lootloch. So. Und so. Und hindurch. Hervorragend. So, einmal kurz rappen. Und zwar alles. Ja, der Rest ist okay. Also Spitzhacke haben wir jetzt, glaube ich, 3-mal verwendet. Und der Hammer... Ach ja, wir müssen ja gar nicht pennen gehen. Sag mal. Ach so, es ist so früh morgens. Ich habe mich schon gewundert, warum funktioniert denn unsere Sonnenuhr nicht. Weil es zu früh ist. Alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen direkt weiter, oder? So. Das und das weg. Und dann, weiß ich nicht, weiter nach Süden einfach. Halte ich am vielversprechendsten. Kann mir vorstellen, so wie im Gebirge, die guten Sachen alle ganz weit oben sind.
ist es bei den Aschelanden alles ganz weit im Süden. Aber das kann auch nur eine Theorie von mir sein. Also das ist nur eine Theorie von mir. Es kann auch völlig anders sein, so meine ich. Es kann nur eine Theorie von mir. Hä? Entweder ist es eine oder nicht. Oh, Spawner, da gehe ich mal weg. Da ist noch ein Spawner, da ist noch eine Festung. Hier ist wieder so ein Stein. Soll ich? Erstmal um die Feinde kümmern. Na komm her, Geier. So. Und hier hoch. Na komm, jump da hoch. Energieschild. Ah! So. Nein, lass mich hier raus. Verdammt. Mann, ich schaffe nie beides, ne? Er braucht für dieses Zaubern so lange, für diesen Energieschild. Immer braucht er so lange, das zu wirken. Und bis dahin... Also daran scheitert es auch meistens. Oh, schon wieder geskillt. Oh. Huch, dreist, dass der mich getroffen hat. Gut. So. Da ist ein Scharfschütze, aber wir sind hier bei dem Spawner. Ich gehe mal weg. Geil. Kann man so durch. So Risse in den Mauern. Oh, ich finde, das sieht so schön aus. Hier. Ich habe ein, zwei Geschichten zu erzählen. Willkommen. Ja. Ja. Willkommen und tschüss. Danke für die spannenden Geschichten. So. Hier nehme ich ein paar Weintraubenbeeren mit. Weintraubenbeere auch. Was soll denn das? So, das hier auch noch. Und hier noch. Sehr gut. Und Samen kriegen wir auch immer, ne? Ja, ein paar. Boah. Hier ist aber ordentlich was. Was war das? Ach, da. Gut. Hör damit. Hör damit. Und ja, ich gehe einfach mal weiter nach Süden, ne? Das ist da, wo die sind. Ja, irgendwie macht der Stab schon Bock ein bisschen. Und schon wieder geskillt. Oh ja, das macht natürlich richtig Bock, wenn wir so schnell damit skillen. Da wurde mir nicht zu viel versprochen. Oh, voll daneben. Nee, doch nicht. Hä? Wer hat der denn noch getroffen? Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Kommt her. Und du kommst auch her. So. Und ich zieh weg hier. Und hier sind... Hier ist wieder Wasser, ne? Da ist wieder so ein Dingens. Aber das ist wieder nur dieses Pulver, oder? Ich geh mal hin. Außerdem will ich hier gerne diese Pilze haben. Rauchwölkchen. Und... Ja, ein stabiler Lavafels. Das ist wieder so ein Ding. Ich mach mal. Hier sind gerade keine Feinde. So, das Pyrosit-Pulver hätte ich gern. Und dafür schmeiße ich die Federn weg. Wow, 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 wow. Hä? Ich bin festgeglitscht. Oh, Alter, das war ja dreist. Gott sei Dank haben wir das überlebt.
So. Ja, aber hier ist ja auch nichts. Wir sind schon wieder auf einer Insel. Ist doch wohl nicht wahr. Soll ich mal hier so lang? Ah, einer mit Stern. Hau ich mal ab. Halt, erstmal Energieschild. Der braucht ja Gott sei Dank, um sich seinen Weg auszurechnen. Tschüss. Ja, dann gehe ich mal so lang. Hier haben wir noch ein paar Weinbeeren. Die nehme ich auch nochmal auf den Weg mit. Oh, das war ein Morgen da hinten, ne? Oder? Habe ich das richtig gesehen? Gehe ich mal hier lang. Ja, da ist ein Morgen. Entsprechend versuche ich mal schön einen großzügigen Kreis zu nehmen drum um ihn herum. Und ich gehe mal so lang. Da ist wieder ein Lavafels, aber ich habe Angst vor Viechern in der Nähe. Sind keine Viecher in der Nähe. Jetzt schnell, 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 schnell. Wow. Oh, das verändert auch den Boden. Das sehe ich ja jetzt erst. Das hat tatsächlich hier einen Krater gebaut, gedingst. Krass. Das hier weg. Ja, ja, ich gehe ja schon. Tschüss. Energieschild ist gleich down. Das hat schon ordentlich Schaden gekriegt. Ich laufe trotzdem mal weg. Und hinter dem Baum drücke ich sogar nicht 7, hinter dem hier. Ah, da ist wieder ein Spawner. Verdammt. Jetzt drücke ich 7. Und zücke meinen dicken Stab und komm mal her. Ich werde dich nie los. So. Dein Loot hätte ich gern. Wenigstens. Oh, geht gerade nicht. Ich baue mal kurz ein Portal und bringe den Stuff weg. Vor allem, weil wir sehr viel von diesem Pulver gefunden haben. Also hindurch.